Liebe Zuschauer, in den vergangenen 7 Tagen ist wieder so einiges passiert und darüber möchten wir euch hier bei DOZ News auf dem Laufenden halten. Herzlich willkommen. Bei einer Drückjacht in einem Revier nahe Weilburg in Hessen kam es am vergangenen Samstag zu einem tragischen Zwischenfall. Nach der Jagd wurde einer der eingesetzten Hunde vermisst. Auch der am Vierläufer eingesetzte Revierwelt-Tracker brachte anfangs keine Gewissheit, denn das Gerät sendete nicht mehr. Laut Revierwelt-Support wurde es abgeschaltet. Die bis zum Abend durchgeführten Suchaktionen brachten auch keinen Erfolg. Tags darauf, am Mittag, gab es dann die traurige Gewissheit. Der Hundeführer fand seinen treuen Jagdhelfer unter einem Haufen von Geäst. Er wurde erschossen. Der GPS-Sender, den der Hund bei der Jagd um den Hals trug, war nicht mehr vorhanden. Zeugen, die in diesem Fall Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Weilburg. Mitarbeiter des österreichischen Zolls stellten vor kurzem bei einem Ex-Boxer in Wien rund eine halbe Tonne Elfenbein sicher. Die Ermittler bekamen einen Tipp, weil Zeugen beobachteten, wie 3 Elefantenstoßzähne auf offener Straße den Besitzer wechselten. Der Käufer war Polizei bekannt. Er war schon früher im Zusammenhang mit Elfenbeinschmuggel aufgefallen. Die Durchsuchung 2 Wohnungen förderte 90 Stoßzähne mit einem Gewicht von 564 Kilo Elfenbein zutage. Sie waren zum Teil hinter einem Schrank versteckt. Der längste Zahn war 2,13 Meter lang. Untersuchungen sollen jetzt herausfinden, wann und wo die Elefanten getötet wurden. Fest steht, dass das Elfenbein überwiegend per Schiff aus Afrika nach Rotterdam kam und von dort seinen Weg nach Österreich fand. Im Landkreis Odenwald hat sich ein Jagdhund Anfang November auf einer Bewegungsjagd mit dem Ojetski-Virus infiziert und ist wenige Tage danach in einer Tierklinik verstorben. Das Hessische Landeslabor bestätigte am Donnerstag nach der Obduktion des Hundes den Verdacht. Weitere Infektionen sind sehr wahrscheinlich. Es ist jederzeit damit zu rechnen, dass sich ein Hund sowie alle anderen Fleischfresser mit dem Ojetski-Virus infizieren. Dies ist die erste nachgewiesene Infektion bei einem Hund aus dem Odenwaldkreis, so die Amtsveterinärin des Odenwaldkreises, Frau Dr. Sabine Sanft, gegenüber dem Landesjagdverband Hessen. Aber auch Wiederkäuer sowie Katzen können sich infizieren. Der Landesvorstand der Grünen Niedersachsen hat bekannt gegeben, dass auf deren Landesdelegiertenkonferenz Anfang Dezember ein Leitantrag zur Verschärfung des Waffengesetzes behandelt werden soll. Unter anderem soll es hierin um ein generelles Verbot der Lagerung von Schusswaffen in Privathaushalten gehen. Dieser Vorstoß ruft bei dem Vorstand der Landesjägerschaft Niedersachsen Unverständnis und Ablehnung hervor. Wer sich ernsthaft Gedanken um die innere Sicherheit macht, muss sich auf die illegalen Waffen konzentrieren, so Helmut Dammann-Tamke, Präsident der Landesjägerschaft Niedersachsen. Verschärfungen des Waffengesetzes zu fordern, ist hingegen reiner Populismus. Ein 46-jähriger Jäger machte am vergangenen Samstagnachmittag im Walkenstädter Wald nahe Gardebusch in Mecklenburg-Vorpommern eine ungewöhnliche Entdeckung. Er stolperte über eine etwa 2,5 Meter lange Boa Constrictor. Die Würgeschlange war bereits verendet. Die alarmierten Polizisten stellten den Fund sicher und übergaben ihn an das zuständige Veterinäramt. Wie die Schlange in den Wald kam, ist bislang unklar. Klar ist jedoch eins, wir müssen jetzt zurück an den Schreibtisch. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, Waldmanns Heil. Neue Woche, neue News. Wenn Ihnen auch dieses Video wieder gefallen hat, dann geben Sie uns einen Daumen hoch. Und wenn Sie immer am Ball bleiben wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Kanal. Hier, unter mir.